Lieber Stier, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Die Liebe. Wer kommt auf dich zu, beziehungsweise was steht an mit deinem Partner oder deiner Partnerin? Worum geht es? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Oh, nach einer Trennung findet man sich wieder. Ob das nur ein Wunsch ist, eine Sehnsucht oder ob es reell und real wird, schauen wir es uns an. Nach einer Trennung mitten in einer Trennung. Oder bist du dabei, über eine Trennung nachzudenken? Sie sagen, lieber Stier, es ist definitiv so, dass du in der Sehnsucht bist, dass du doch nicht gewillt bist. Sie sagen, die ersten Schritte einzuleiten beziehungsweise auf dein Gegenüber zuzugehen, um zu kommunizieren, um, sie sagen, zu verhandeln. Es ist, wie es ist, doch du wünschst dir etwas anderes. Auch gut möglich, dass du Sehnsucht nach jemandem hast, doch dieser jemand gar nicht kommt, sondern wer ganz anderes aus deiner Vergangenheit zu dir zurückkehrt. Es wird sehr spannend. Schauen wir uns an, um wen es geht, vor allem um was es geht. Und die Trennung, sie muss nicht immer dieser Schlussstrich sein, sondern es kann ja auch eine vorübergehende räumliche Trennung sein, aus Berufswegen, familienbedingt, kulturell bedingt oder schlichtweg wegen einer Fernbeziehung. Der Stier, die Liebe, ulala, ulala, ulala. Oh, die Karten haben einiges zu sagen. Schauen wir, was die geistige Welt dazu sagt. Ja. So, lieber Stier, in erster Linie geht es einmal um die Sehnsucht danach, dass du einen Rückhalt hast, eine Verbindung, eine Bindung hast, eine Geborgenheit hast, eventuell, so wie es einst war. Ein Schmerz sitzt sehr, sehr tief. Gut möglich, dass es sich um ein Luftzeichen handelt. Wassermann, Zwilling, Waage. Die vielen Auseinandersetzungen, die vielen Streitigkeiten und Diskussionen, die hast du gar nicht mehr wirklich auf dem Bildschirm, sondern jetzt ist die Sehnsucht nach dem da, was war, nach dem Positiven. Es ist ein Schmerz, über den du noch nicht hinweg bist. Es ist ein Schmerz, über den du auch noch nicht hinwegkommen möchtest. Einige von euch dachten, alles Roger, wir verdrängen oder es hat sich erledigt. Doch es kommt immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr in deine Gedanken, in dein Herz, deine Gefühle, die du nicht verarbeitet hast. Vor allem ist es gut möglich,
dass es drei, wie hier auf der Karte, drei Kinder gibt, drei gemeinsame Kinder, von denen eins sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, das andere sehr viel Aufmerksamkeit wollte. Auch das Diskussionen. Ein Feuerzeichen möchte dich erobern, lieber Stier, oder du ein Feuerzeichen. Widder, Löwe, Schütze. Ein Feuerzeichen, welches sehr von sich selbst überzeugt ist, sehr gut aussieht, sehr leidenschaftlich und feurig ist, abenteuerlich, doch nicht nur. Es ist ein Schöpfer, ein Macher, sehr, sehr aktiv, sehr, sehr unternehmungslustig. Und gut möglich, dass dieser oder diese einen Jeep fährt. Ich höre Suzuki. So ein Suzuki Land Rover, wo man auch, also ohne Dach. Das ist jemand, der vielleicht auch Rallyes fährt in der Wüste oder irgend sowas. Also es ist jemand, der vor allem weiß, wie er gewisse Dinge erreicht und weiß, wie dieser bekommt, was er möchte. So, wie geht das nun überein mit deiner Sehnsucht und dem, was dieser Mensch von dir möchte? Sind es die gleichen Menschen oder zwei verschiedene? Wisse, du brauchst dich in keinster Weise darum zu kümmern eigentlich, denn es wird alles, alles, alles auf dich zukommen. Die geistige Welt lädt dich ein, gefühlsmäßig mal auszusteigen und die ganze Situation, in der du dich momentan liebestechnisch, emotionell, gefühlsmäßig befindest, wirklich aus der Vogelperspektive zu sehen und mal das große Ganze zu sehen. Denn momentan blickst du in die Ecke und kommst da gar nicht mehr raus. Es geht auch darum, ich kriege schon wieder meinen Reizhusten. Du weißt, lieber Stier, Kommunikationsprobleme vor allem mit sich selber, aber auch gut möglich mit dem Gegenüber. Es ist, lieber Stier, als würdest du dich so sehr sehnen, nach jemandem sehnen, doch gar nicht an die Liebe glauben. Nicht mehr an die Liebe glauben. Es ist, sie sagen, für dich persönlich siehst du es als ein hoffnungsloser Fall. Und du sagst, okay, nochmal von vorne, doch dieses nochmal von vorne möchte sich nicht einstellen. Sie sagen, weil du etwas nicht erkannt hast, noch nicht. Es braucht eine Erkenntnis, die erlangt werden möchte. Schauen wir uns an. Oh, ja, also definitiv, ihr seid. Ich denke, du solltest die Vergangenheit ruhen lassen und warten, was jetzt auf dich zukommt. Denn dieser Mensch, der da auf dich zukommt, oder falls du ihm oder ihr schon begegnet bist, ihr seid ein Powerpaar. Perfekt aufeinander abgestimmt. Und es ist auch, sie sagen so gut wie möglich dient ihr euch gegenseitig auf Heilung. Heilungsmöglichkeiten stehen sehr hoch. Es geht darum, das, was jetzt kommt, zu erleben, zu leben
und nicht unter die Lupe zu nehmen und mit dem Finger zu zeigen und in verschiedenen Wunden zu stochern. Schauen wir uns mal das Thema an zwischen dir und diesem Menschen, der da kommt oder der vielleicht schon gerade in deinem Leben gelandet ist. Ups. Wow! Schau her! Der Spaß, die Leichtigkeit. Noch eine Karte, ja, und Bedingungslosigkeit, absoluter Support. Also, lieber Stier, wir machen weiter im Extended und schauen, was passiert, wenn du die Vergangenheit loslässt und das Neue, die neue Liebe, den neuen Menschen in deinem Leben willkommen heißt. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao.